Seid ihr bereit für den ersten Titelkampf des Abends? Es ist ein Singles-Match mit einem Zeitlimit von 30 Minuten und angesetzt auf einen Fall. Und es geht um den German Wrestling Federation World Championship. Auf dem Weg zum Ring. Aus Wien mit einem Kampfgewicht von 111 Kilogramm. Er ist der Austrian Wolverine, der König von Österreich, Chris Colan. Jede Arena, die dieser Mann betritt, Chris Colan, reagiert gleich. Er wird frenetisch und herzlich empfangen. The Austrian Wolverine und seitdem er hier bei der PWÖ ist, eben auch offiziell der Kaiser von Österreich, weil er dieses Turnier eben hier bei der PWÖ für sich entschieden hat. Bei Kapitel 1 durch Siege zunächst gegen Max Berg und dann im Finale gegen Martin Payne und Robert Dreisger. Und heute will er einen Titel gewinnen, der eine Herzensangelegenheit für ihn ist, nämlich den GWF World Champion Titel. Die German Wrestling Federation in Berlin, die so etwas wie seine zweite Heimat geworden ist in Deutschland. Und ein Mann steht dort derzeit an der Spitze als amtierender GWF World Champion. Und den will er heute entthronen. Und diesen Mann lassen wir jetzt in die Halle kommen. Während natürlich Chris Colan noch ein bisschen mit seinem Hype-Publikum hier feiert. Und hier kommt sein Gegner. Zum Ring aus Berlin, Deutschland. Mit einem Kampfgewicht von 87 Kilogramm. Er ist der amtierende German Wrestling Federation World Champion, der Babo Metehan! Er hat seinen ewigen Kampf bis zur Spitze für sich endgültig gewinnen können im Juli 2023, als er dieses Gold, das er stolz über seiner Schulter trägt, gewinnen konnte. Er besiegte niemand Geringeres als den Rekord-GWF-Champion Pascal Spalter, um das erste Mal in seiner Karriere das große begehrte Gold in Deutschland zu gewinnen, als König von Wrestling Deutschland, Metehan, und er trifft auf den Kaiser von Österreich. Also ein hochkarätiges Duell, das wir hier und jetzt bei Kapitel 5 Fall Mayhem erwarten dürfen. Metehan hat natürlich in den vergangenen Jahren europaweit Aufsehen erregen können durch seine Auftritte, und die bestätigt er jetzt natürlich eben durch die Erfolge und den Erfolg als GWF World Champion. Ein Titel, der ihm eben auch sehr, sehr viel bedeutet, und er geht mit diesem Titel auf Reisen. Er verteidigt ihn nicht nur in Deutschland, sondern eben auch hier jetzt in Österreich, reist quasi mit dem Gold. Er gibt ihn jetzt dem Ringrichter. Head Referee Rainer Ringer, und das ist der Championship, um den es geht.
the German Wrestling Federation World Championship. Chris Colin und Metean, zwei Kontrahenten, die sich natürlich seit Jahren kennen. Chris Colin hat die Karriere von Metean quasi vor seinen Augen hautnah miterleben können. Auch die Entwicklung des Lucky Kid. Und der Name war Programm bei ihm wirklich. Als sehr junger, er hat eigentlich viel zu früh mit dem Wrestling-Training begonnen, um es einmal so auszudrücken. Und wurde ausgebildet von Mike und Ahmed Cher eben in Berlin, was ihn eben bis zu NXT UK gebracht hat, bis NXT UK seine Pforten geschlossen hat. Das hat natürlich Metean nicht davon abgehalten, seine Karriere weiter zu verfolgen. Ist auch ein unglaublich junger Mann, Metean, das dürfen wir nicht vergessen, obwohl es scheint, dass er ewig dabei ist, also 30 Jahre und Ich sag nicht, wie lange er Profi ist. Sagen wir mal so, von der Volljährigkeit an offiziell Profi. Vielleicht sogar vorher. Also er kennt die Ringe europaweit. Nur wenn ich das erzähle, dann sind wir natürlich genau bei seinem Gegenüber gelandet. Nämlich bei Chris Colin, der förmlich überall, wo er auch aufgetreten ist, in Österreich, in Deutschland eben auch Gold gewonnen hat. Ehemaliger GWF World Champion gewesen. Im Jahr 2017, 2018 er ist der letzte GSW German Stampede Wrestling World Heavyweight Champion. Und dieser Titel, den eben Metean hält, ist so eine kleine Herzensangelegenheit für ihn. Und das wäre natürlich eine große Erfüllung für ihn, wenn er eben hier in der PWÖ als Heimspiel quasi dieses Gold gewinnen könnte, das sehr bekannte Namen natürlich auch gehalten haben, unter anderem ein Two-Code Scorpio, der sehr, sehr lange GWF World Champion war, TNA Superstar Moose kommt da natürlich auch ins Spiel und Metean ist eben der amtierende Champion. Für ihn natürlich eine sehr ungewohnte Position. Es ist ein anderer Ring, andere Ringseile, eine andere Umgebung und da darf sich der Champion eben darauf einlassen und Chris Colin kontrolliert entsprechend hier auch zu Beginn dieses Aufeinandertreffens das Geschehen, kontrolliert den Champion Metean, der versucht sich hier in dieses Geschehen irgendwie wieder hereinzubeißen, hereinzuarbeiten und dem ist definitiv jedes Mittel recht, das wissen wir auch bei Metean. Ist ein sehr schneller, explosiver Mann, nur er benutzt diese, ja, rollt hier förmlich einen Sweep von seinem Gegner, hatte kurz Chris Colin die Base verloren und da ist es keine Kraftfrage, sondern eine technische Frage, wenn du deinen Gegner so drehen kannst und auf die Matte befördern kannst. Das hat Chris Colin schnell gedreht, da hat sich auch sein Gesichtsausdruck schnell verändert. Er weiß natürlich, dass ein Metean da eine Menge Fähigkeiten hat, das ist ihm auch bewusst geworden. So, jetzt nehmen sie wieder Tempo auf und sobald das Tempo hochgeht, da nimmt Metean Fahrt auf, trifft auch seinen Gegner ihr Basement Dropkick und hat Chris Colin auf der Matte, zelebriert sich selber, Körpersprache verändert sich, sehr aufrecht geht er dann. Nur dieses Geschimpfe mit dem Publikum hat ihn vom Wesentlichen abgelenkt, nämlich Chris Colin. Seit 19 Jahren Profi, also er hat keinen Ring gesehen, in dem er sich unwohl fühlte, ganz im Gegenteil. Und Metean provoziert Chris Colin, nur der lässt sich nicht provozieren, hat das jetzt natürlich wahrgenommen. Was da kommt und quittiert das Ganze schmerzhaft für Metean, inverted Atomic Drop. Der Aufprall war zu hören und Metean bekommt ihn zu spüren. Eieiei, und jeder Schlag wird härter. Chris Colin schlägt mit der flachen Hand in der Ringecke und Metean hält sich auch entsprechend nach diesem Chop die Brust schmerzhaft. Ja, da wollte Metean den Chop eigentlich verhindern. Er hat dann erstmal einen Schlag kassiert, damit dann die Brust quasi frei wird. Und da geht's einmal den Ring rum förmlich. Chris Colin sehr, sehr dominant, sehr, sehr präsent in diesem Aufeinandertreffen.
Ah, der Schlag ging ins Leere und Metean attackiert sofort wieder seinen Gegner. Sehr vehemente Schläge, Körpertreffer, Tritte. Ringrichter bemüht, Metean von seinem Gegner zu lösen, weil es natürlich in den Seilen ist. Wieder bis 4. Hier die Regeln ganz klar, auch wenn es ein GWF-Champion-Titelmatch ist. Titelwechsel nur durch Pin oder Aufgabe bei einer Disqualifikation. Würde der Titel nicht wechseln, nur Metean würde vielleicht den heutigen Tag überstehen, aber nicht die Herausforderung in Form von Chris Cohen einfach verhindern können. Und jetzt setzt Chris Cohen seinerseits nach. Und Metean auf der Matte in Doppeldeckung schützt sich gerade nur vor den Angriffen der Austrian Wolverine. Harter Irish Whip, da ist Aufprall zu hören, richtig. Und Cohen will die nächste Aktion zeigen und geht auch ins Ziel. Cohen hat jetzt eine ganze Menge Fahrt in diesem Match aufgenommen und der Bulldog geht auch durch gegen Metean. Der Champion hat arge Probleme. Flehend auf den Knien ist Metean nur um seinen Gegner. Er wollte ihn in eine Falle locken, nur hat überhaupt nicht funktioniert, der Drop-Toe-Hold. Dann mit den Upkicks kann er Cohen dann doch vielleicht auf den falschen Fuß erwischen. Und Schläge in den Nacken gegen jeden Gegner sind das gefährliche Aktionen. Cohen schüttelt sie ab. Auf Meteans Brust sind richtig die Auswirkungen dieser Chops auch zu sehen. Knallrot geworden. Brennt natürlich höllisch jetzt auch im Verlauf des Matches. Cohen hat Metean gepackt. Er wollte außerhalb des Rings flüchten. Und nächster Schlag auf die Brust. Auch außerhalb des Rings. Also Metean nach draußen verschwunden, auch außerhalb des Rings. Kann Chris Cohen den Champion kontrollieren? Sei es im Ring oder außerhalb des Rings. Nächster Chop und Cohen nimmt Anlauf, doch stürmt ins Leere und das kann ziemlich verheerende Auswirkungen haben. Da ist er ungebremst gegen den Ringpfosten geprallt und auch die Reaktion von Chris Cohen spricht dafür, dass das äußerst schmerzhaft sich für ihn anfühlt und Metean hat jetzt Blut geleckt. Greift die Schulter seines Gegners an und greift ihn auch hier am Ringpfosten direkt noch an. Und hier eindeutig will die Schulter weiter attackieren. Ja, wir hören Chris Cohen, dass das sehr schmerzhaft ist. Metean ist jetzt sehr zielgerichtet. Nächster Schlag gegen Chris Cohen und wie schnell sich der Gesichtsausdruck bei Metean ändert, wenn er wieder den Vorteil hat. Das sehen wir hier jetzt gerade. Immer noch natürlich unglaublich verheerend rote Brust bei Metean. Nur die schüttelt er jetzt natürlich ab und will eine Schwachstelle ausmachen. Bei so einem großen Mann wie Chris Cohen ist es für Metean natürlich wichtig, ihn klein zu machen, klein zu halten, wie hier in diesem Fall. Hat Chris Cohen auf den Knien. Nächster Treffer. Und Cohen hat große Probleme, seine körperlichen Vorteile jetzt gegen Metean auszuspielen. Und Metean wirft alles in diesen Irish Whip, doch Cohen kontert. Prompt reagiert das Publikum. Cohen wollte von den Seilen was kommen. Und Metean, richtige Energieleistung, reißt Chris Cohen einmal quer über den gesamten Ring auf die Ringmatte. Ein sehr hämisches Grinsen und lautstarkes Lachen von Metean. Er hat sich außerhalb des Rings den Vorteil gesichert, eigentlich durch eine Ausweichaktion und dann diese Angriffe, die alles andere als erlaubt sind, auf die Schulter am Ringpfosten jetzt. Neckbreaker, wobei der auch auf die Schulter, ja, das sehen wir, ging auch auf die Schulter des Herausforderers Chris Cohen, die hat er sich sofort danach gehalten. So unsauber es ist, was Metean gemacht hat, so effektiv ist es dann eben auch. Auch hier wieder überhaupt nicht erlaubt. Griff in die Nase des Gegners. Der Ringrichter moniert es, disqualifiziert nicht. Der muss eine Menge Fingerspitzengefühl in dieser Situation eben beweisen. Und Chris Cohen will die nächste Aktion zeigen. Gelingt ihm auch tatsächlich der Irish Whip, nur ist so ein bisschen
blindlings in die Ecke nachgegangen. Das war nicht wirklich fokussiert, zielgerichtet. Und Metehan kontert das entsprechend. Und der im Gegensatz dazu sehr zielgerichtet in seiner Aktion trifft Chris Cohen. Cover nur bis 1. Also das hier, die Auswirkungen bei Metehan zu sehen, bei einem Cover. Er dachte, er wäre schon weiter. Machst auch mal ein Cover, um zu sehen, wie weit hast du deinen Gegner überhaupt schon geschwächt? Nur wenn Chris Cohen so vehement bei 1 eben auch rauskommt, der hat ja nicht gespielt, dann ist das auch ein Zeichen, du hast mich noch lange nicht im Griff. Und das sehen wir hier schon. Aus den Seilen will Metehan Chris Cohen eben packen. Nur Irish Whip geht nicht durch. Reversal von Chris Cohen und er wirft Metehan mit der Schulter voraus durch die Seile gegen den Ringpfosten. Ironischerweise mit der Schulter voraus und den Aufprall haben wir auch gehört. Sehr schmerzhaft fühlt sich das natürlich dann auch für Metehan an. Und jetzt hat sich Chris Cohen so ein kleines Zeitfenster verschafft, selber zu regenerieren, die Schmerzen zu verarbeiten, die er da überhaupt kassiert. Und auch interessant, immer noch das Aufeinandertreffen hier bei der PWÖ ist ein Heimspiel für Chris Cohen. Das Publikum unterstützt ihn. Wobei Chris Cohen eigentlich der Typ ist, egal wo er hingeht, er wird überall geliebt und eben auch geschätzt für sein Kämpferherz und kommt wieder zurück, blockt die Schläge von Metehan und trifft seinerseits. Ein Schlag nach dem anderen. Metehan taumelt in den Seilen. Jeder Treffer und nächster Treffer. Jeder Treffer geht ins Ziel förmlich gerade von Chris Cohen. Hammerlock. Hammerlock hält Metehan und der Ausheber. Und jetzt hat er Metehan auch noch in der Luft. Und auf die Schulter durch diesen Hammerlock, den er eben noch gehalten hat, Chris Cohen. Auf die Schulter von Metehan, mit der vorhin gegen den Ringpfosten geprallt ist. Das könnte für Metehan hier eine gefährliche Schwachstelle sein, die Chris Cohen ausmacht gegen den Champion. Und auch dieser Schlag. Dieser rechte Schwinger ging durch und Chris Cohen hat Metehan auf der Matte in der Ecke nachgestürmt. Das Cover. Und Achtung, da ist Metehan in den Seilen selber dem Ringrichter signalisiert, dass er darauf achten solle. Da hat Metehan gemerkt, gespürt, dass er nah an der Ringecke ist und tatsächlich dadurch das Cover brechen kann. Nur die Schulter ist jetzt extrem angeschlagen. Ist der verzweifelte Gesichtsausdruck in Metehan zu erkennen und er rennt wohl in die nächste Aktion von Chris Cohen. Uranagel geblockt. Headarm-Triangle-Ansatz, aber wollte ihm den Slam zeigen, Chris Cohen. Und Metehan kontert seinerseits, spiked seinen Gegner hier mit dem DDT. Und wieder sehr schwer angeschlagen. Und Metehan fackelt gar nicht lange, sucht den Weg zum Gegner, um ihn zu schultern, jedoch nur bis 2. Wobei immerhin bis 2. Um den One-Count nochmal in Erinnerung zu rufen, den wir vor wenigen Augenblicken gesehen hatten, von Metehan gegen Chris Cohen. Also, ja, die Aktionen haben beiden Tribut gezollt und jetzt wirft sich Metehan selbst mit der Schulter gegen der Ringecke, als ob er den Schmerz sich wegdrücken will, die Schulter einrenken will, nur rennt in die Aktion von Chris Cohen und kann sich in seinen Augen glücklicherweise befreien, weil das den Titelverlust gekostet hätte. Er konzentriert sich natürlich sehr auf diesen Schmerz, den er auf der Schulter hat, Metehan. Chris Cohen hat genau dasselbe zu spüren bekommen, nur kann es in den entscheidenden Momenten jetzt gerade abschütteln, um sich zu konzentrieren aufs Wesentliche. Da hat Metehan den Gürtel und wollte mit seinem Gürtel zuschlagen. Gürtel der Hose. Der Ringrichter greift ein, doch der Griff in die Augen von Metehan. Und so könnte Metehan Chris Cohen tatsächlich überraschen. Das Cover, das... Nein, nur bis 2. Stark verärgert Metehan, nur sauber war das erneut nicht.
Der Baba. Metean auf seine Art und Weise. Er will selber das Familienoberhaupt des Wrestlings sein. Und solange er GWF World Champion ist, kann er das für sich auch beanspruchen in seiner Art. Und Chris Cohen will alles jetzt in diesem Match daran legen, um wieder GWF World Champion zu werden. Das ist ihm hier nicht gelungen. Und Metean hat jetzt Chris Cohen auf der Matte mit dem Crossface. Gefährliche Aktion natürlich. Und schafft es Chris Cohen, in die Seile zu kommen. Streckt sich ab. Das unterste Seil, wobei Metean sofort den Gegner von den Seilen zieht. Ist er äußerst konsequent. Und nächster Schlag hier in den Nacken. Ist immer wieder zu hören vom Publikum. Komm, Richtung Chris Cohen. In dem Fall ist es einfacher gesagt als getan. Weil Metean seinen Herausforderer kontrollieren kann. Doch Chris Cohen überwindet den Schmerz und hebt Metean tatsächlich aus. Hat ihn im Fireman's Carry. Doch zunächst keine Aktion. Vielleicht wieder. Er will seine Wolverines entzeigen. Diesmal geht's durch. Diesmal geht die Aktion durch. Die Aktion, mit der er viele, viele Titel gewonnen hat. Und Metean rollt sich aus dem Ring. Und außerhalb des Rings kann er natürlich nicht gepinnt werden. Und das war ein Instinkt, den gerade das Titelgold rettet. Metean und Chris Cohen entsetzt hat er geschaut, weil er natürlich sofort seinen Gegner pinnen wollte. Metean hat das hier jetzt verzögern können, ist jetzt wieder in den Ring geworfen, nur Metean rollt sich schon wieder raus. Schmerzen an der Schulter, hat die große Aktion von Chris Cohen verpasst, ist jetzt auf dem Apron, wird schon wieder gepackt von Chris Cohen. Der will seine Beute, die er hier gefangen hat, die Wolverine, nicht sich aus den Händen nehmen lassen, kontert erneut Metean, wieder nicht ganz sauber in den Seilen, doch wird er überrascht, nein, wird eingerollt, Konter von Metean, beide Arme im Seil und Metean entkommt förmlich. Der Sieger dieses Matches und damit weiterhin German Wrestling Federation World Champion Metean. Am Ende hat er Chris Cohen ausgetrickst und mit einer illegalen Aktion sein Gold behalten können und kann damit aus Österreich entkommen. Weiterhin als GWF World Champion. Chris Cohen hat alles versucht, nur am Ende hat es nicht gelangt. Trotzdem eine Leistung, die hier natürlich von den PWÖ-Fans anerkannt wird. Florian König von Österreich für den Austrian Wolverine, Chris Cohen.